Ja, hallöchen, liebe Freunde des gepflegten Rennsports auf PC, Konsole, wo auch immer ihr euch rumtreibt, herzlich willkommen zu diesem kurzen, knackigen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe euch heute mal ein Video vorbereitet von Assetto Corsa Competizione. Da war ich ein paar Stündchen im Hotlap-Modus unterwegs und habe mal geguckt, was so möglich ist, mit dem Controller natürlich wieder. Lenkrad habe ich ja noch nicht, leider Gottes. Aber ich wollte mal wissen, was mit dem Controller so wirklich bei mir ja schon fast das Maximum ist. Also wie gesagt, ich bin jetzt ein paar Stündchen gefahren und viel mehr ist wirklich nicht drin, muss ich zugeben. Mit dem Lenkrad wird es wahrscheinlich noch ein bisschen besser sein, aber mit dem Controller geht es einfach nicht besser, zumindest nicht bei mir. Und die Runde, die kommt jetzt hier direkt im Anschluss, die könnt ihr euch reinziehen. Ihr seht jetzt gleich auch nochmal kurz vor Start und Ziel, was die Konkurrenz da so für Zeiten fährt. Das ist wirklich geisteskrank. Hier seht ihr das nochmal kurz. Ja, was ich jetzt für eine Rundenzeit fahre, lasst euch überraschen. Ich wünsche euch viel Spaß auf meiner Hotlap. So, und das war sie, meine bisher schnellste Runde in Assetto Corsa Competizione. Eine 1:54.660 bin ich mega happy mit. Ohne Scheiß. Hat jetzt auch lange genug gedauert. Platz 32 insgesamt. Man muss gucken, was zukünftig noch möglich ist dann mit dem Lenkrad, aber mit dem Controller, boah, vielleicht noch eine Zehntel irgendwo oder weiß nicht. Aber es hat jetzt, wie gesagt, so lange gedauert, bis ich überhaupt mal diese Runde hingekriegt habe. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht könnt ihr euch ja hier und da ein bisschen was abschauen. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen, über ein kostenloses Abo natürlich auch. Wenn ihr nichts verpassen wollt in Zukunft über die neuesten Sim-Racing-Spiele, über die neuesten Rennspiele generell, dann lasst mir gerne ein Abo da. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.